Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, wir begrüßen Sie zur heutigen Partie. Am Mikrofon sind auch heute wieder Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und heute freuen wir uns auf eine Partie aus der Liga. Das dürfte eine hochinteressante Begegnung werden, Buschi. Wichtige Ligapartie für beide Seiten, Wolf. Beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzen kann. Wie schätzt du die Auswärtsmannschaft heute ein? Sie können es diese Saison packen. Der Aufstieg ist drin, vor allem, wenn sie so weiterspielen. Aber wir haben noch so viele Spiele, es kann noch viel passieren. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Er ist da und kann den Ball hier klären. Kann er was draus machen? Jetzt kommt der Schuss. Das war die Möglichkeit, aber er macht ihn nicht. Schwierig, er pfeift ab und es gibt Abseits. Ob er da recht hatte? Ne, ich glaube, den Ball holt sich der Keeper. Stoppelkamp. Pepic. Macht er gut. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Jetzt die Flanke. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Klar, das gibt hier Einwurf. Pepic. Also, wenn er so hingeht, was soll der Schiri machen? Gelbwürdige Aktion. Und für dieses Foulspiel wird er verwarnt. Okay, die gelbe kann man geben. Ziemlich defensiv, was sie da im Moment machen. Die rühren da hinten ziemlich Beton an. Und er pfeift abseits. Sie verlieren den Ball. Da geht die Fahne hoch und das auch noch zurecht. Der Pass kam vielleicht einen Tick zu spät. Gute Aktion. Den Zweikampf. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Gute Aktion vom Torhüter. Chance eventuell zum Führungstreffer bei dieser Ecke. Die Ecke kommt rein. Jetzt könnte er flanken. Pepic. Und jetzt haben sie den Ball. Ja, da wissen sie nicht mehr, wohin mit dem Ball. Einwurf. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Das ist sein Spiel. Immer auf Höhe der Verteidiger. Wenn es gut geht, hat er freie Bahn. Aber hier war es abseits. Reintaler. Es steht 0:0, beide sehr, sehr ausgeglichen, vor allem was den Ballbesitz angeht. Und ich bin mal gespannt, wer jetzt mal mehr riskiert, mehr in die Offensive geht. Stark gehalten, der Kopfball ist nicht drin. Was macht er draus? Den spielt er gut und jetzt wird's gefährlich. Für sie läuft das Spiel absolut nach Plan, die Führung jetzt. Konzept geht auf, sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. Perfekter Zeitpunkt für das Tor. Ja, eigentlich ist Tor und der Zeitpunkt immer gut, aber das hier gibt natürlich noch mal extra Schwung für den zweiten Durchgang. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür.
lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Zur Pause steht es 1:0, ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Ja, kurz vor der Pause hat er sie in Führung gebracht. Das war natürlich extrem wichtig. Eine sehr gute Aktion von ihm. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Verhoeven. Da verlieren sie den Ball. Jetzt der Ballverlust. In den freien Raum. Könnte der Ausgleich sein. Und er geht rein. Oh, oh, Ausgleich. Und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt ist wieder alles offen. Alles ist möglich. Donnerwetter. Hat ja nicht so lange gehalten. Ob sie da nach dem eigenen Treffer noch nicht wieder ganz bei der Sache waren, auf jeden Fall das Spiel jetzt wieder ausgeglichen. Na, am Spielfeldrand wird jetzt natürlich überlegt, müssen wir was ändern? Vielleicht eine Umstellung? Das Spiel lief ja eigentlich gut, aber dieser Ausgleich verändert die Partie. Sie kommen jetzt über außen. Gefährlich! Spielt er den Ball in den Strafraum? Er versucht's! Kein Tor! Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Das sieht vielversprechend aus. Da können sie erst mal klären. Ball schon wieder weg, gut gemacht. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Der Spielerwechsel jetzt bei Hansa Rostock. Ja, und der Trainer hofft natürlich, dass das jetzt nochmal frischen Wind bringt. Keine gute Flanke. Macht er gut. Setzt sich klasse durch. Jetzt die Flanke. Bringt den Ball jetzt an den kurzen Pfosten. Chance lebt noch. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Sieht gefährlich aus. Schönes Zuspiel hier. Ganz knappe Nummer. Ich weiß nicht, ob das nicht doch gleiche Höhe war. Und selbst in der Wiederholung ist das schwer zu sehen, aber ich denke, er lag richtig. Jetzt kommt der Wechsel, der verletzte Spieler muss runter. Ach, schade, dass er nicht weitermachen kann. Dominik Schmidt. Das könnte was werden. Guter Einsatz. Ball ist im Aus. Es gibt Einwurf. Stoppelkamp. Ja, das könnte was werden jetzt. Da kommt die Flanke. Aber es kommt kein Mitspieler an den Ball. Er überzeugt heute als Passgeber. Und weiterspielen, er hat auf Vorteil entschieden. Klasse, da sieht er, dass sich eine Chance ergeben könnte. Kann er was draus machen? Szene immer noch gefährlich. Das gibt Vorteil. Sie bringen den Ball in die Mitte. Da kommt er mit dem Kopf dran, aber kein Tor. Einfach klasse, wie er diese Chance vereitelt, wie er das Unentschieden verteidigt. Da wären sie fast in Rückstand gekommen. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Und er macht ihn nicht. Wahnsinn! Stark vom Keeper, da hat er scheinbar genau gewusst, was der Spieler vorhatte. Ja, die Fans, die wissen, da war viel Glück dabei. Sie dürfen ihn solche... Verhoeven! Da zeigt er, dass er ein echter Rückhalt ist für diese Mannschaft. Entschärft diese gute Chance per Hechtsprung, Buschi. Klasse Aktion, alles richtig gemacht. Gibt Szenenapplaus. Das ist korrekt, es gibt Gelb. Die gibt vielleicht nicht jeder, aber geht in Ordnung. Ecke kommt rein. Die Abwehr holt sich den Ball. Da können sie jetzt flanken. Ja, könnte was werden. Ball kommt in die Mitte. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Sie machen das Tor. Das haben sie natürlich perfekt gemacht. Sind früh draufgegangen, früh gestört. Klasse.
Position. Da sehen wir diesen wunderbaren Alleingang nochmal. Keiner kann ihn aufhalten. Er lässt die Abwehr einfach stehen. Das ist unwiderstehlich, wie er da angeht. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was denkt er sich aus? Wie reagiert er auf den Rückstand? Es ist natürlich schon frustrierend, so ein Tor kassieren zu müssen. Auswechslung. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch liegen sie hinten. Super gemacht. Gute Verteidigung. So, gute Chance jetzt. Was können sie machen aus dieser Ecke? Ein neuer Mann macht sich bereit. Wechsel beim MSV Duisburg. Ja, und der Trainer hofft natürlich, dass das jetzt noch mal frischen Wind bringt. Da kommt die Ecke. Der Ball kommt rein, aber der Torhüter kann ihn abwehren. Gute Aktion. So, hinschauen jetzt. Super zu. Kurz vor Spielende können sie hier fast den Treffer machen, aber einer hat was dagegen. Ja, er rettet sie erstmal mit dieser Riesenparade aus nächster Nähe. Es bleibt beim Spielstand. Die Ecke kommt rein. Guter Einsatz. Ball ist erstmal wieder weg. Stehen jetzt sehr defensiv, tun im Moment wenig fürs Spiel. Was macht er draus? Ah, klasse geklärt. Die Abwehr muss weiter wachsam sein. So, da wird die Nachspielzeit angezeigt. 3 Minuten. Das ist nochmal die Chance auf den Ausgleichstreffer. Er ist frei, da kann was draus werden. Da holen sie sich den Ball, sah vielversprechend aus. Der Schiedsrichter beendet diese Partie. Viel hat er heute nicht gefehlt, aber hilft ihnen natürlich nicht, dass es ein enges Spiel war. Ja, das Ding hätten sie auch gewinnen können. Es waren wieder mal diese Kleinigkeiten, die am Ende gegen sie gesprochen haben. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi. Ganz wichtiger Mann bei diesem tollen Sieg. Sein Tor hat den Ausschlag gegeben. Da hat er mal wieder gezeigt, was er drauf hat.